Hallo! Auch im heutigen Video beantworte ich wieder eine Reihe von Fragen, die mich in den letzten Wochen und Monaten erreicht haben, darunter Babynahrung, Buchweizenmehl und der Säurebasenhaushalt. Willkommen bei Urgeschmack, ich bin Felix. Sollte ich Thunfisch in Algensaft oder in Sonnenblumenöl essen? Das bedeutet also Thunfisch aus der Dose. Wenn man Thunfisch essen möchte und ihn aus der Dose essen möchte, würde ich immer empfehlen, ihn im Algensaft zu essen. Denn Sonnenblumenöl ist ein Pflanzenöl, das sehr reich an Omega-6-Fettsäuren ist. Das bringt einige Probleme mit sich. Die Pflanzenölprobleme findet ihr in diesem Artikel. Und einige der Nährstoffe, speziell Vitamine, lösen sich besonders gut im Pflanzenöl. Und da einiges davon weggegossen wird, verliert man so einige der Vitamine des Thunfischs. Im Algensaft wird in der Regel der gesamte Saft mitgegessen. Das heißt, man bekommt mehr der Nährstoffe mit. Und meiner Erfahrung nach, aber es ist lange her, dass ich sowas gegessen habe, schmeckt der im Algensaft auch etwas besser. In meinem Babyratgeber steht, dass man Babys 2 bis 3 Mal am Tag mit Getreidebrei mit Milch angerührt füttern sollte. Das klingt für mich nicht besonders gesund. Warum sollte ich das machen? Warum steht das in den Babyratgebern? Warum das da drin steht, kann verschiedene Gründe haben. Man kann nicht ausschließen, dass auch da Lobbyarbeit im Spiel ist, weil natürlich die Babynahrungshersteller sehr viel Getreide und Milch benutzen. Und Babynahrungshersteller natürlich daran interessiert sind, dass das in solchen Ratgebern steht. Und vielleicht schreiben sie sowas selbst oder ihre Angestellten oder mit ihnen verbundene Menschen. Das wird der Grund sein, warum das da drin steht. Ist das nötig? Nein, absolut nicht. Lange bevor wir Getreide angebaut haben, lange bevor wir Tiere zur Milchgewinnung gehalten haben, haben wir schon Babys gehabt und die haben gut überlebt. Es mag sein, dass es eine Zeit lang hilfreich war, Getreide und Milch von fremden Tieren zu verfüttern. Aber es ist absolut nicht nötig. Es gibt viele Alternativen, zum Beispiel Gemüsebrei, für Neugeborene vielleicht am besten gekochtes Gemüse als Brei. Rohkost, von Rohkost wird er häufiger abgeraten. Also es ist absolut nicht nötig, Babys mit Getreide und fremder Milch zu füttern. Die beste Nahrung für Babys ist Muttermilch, davon profitieren sie ungemein für ihr gesamtes Leben. Ist Buchweizenmehl oder Mandelmehl geschmacklich neutraler? Welches ähnelt dem Weizenmehl am ehesten? Das ist schwer zu beantworten, weil rohes Weizenmehl nach praktisch gar nichts schmeckt, eher nach Sägespänen vielleicht. Weizenmehl bekommt erst dann einen Geschmack, wenn man es weiterverarbeitet, wenn man es fermentiert. Dabei werden Zucker aufgeschlossen, beim Backen werden diese Zucker wieder verändert in ihrer Struktur, in ihrem Geschmack. Deswegen ist diese Frage schwer zu beantworten. Von vielen wird Weizenmehl am ehesten als eher geschmacksneutral empfunden. In diesem Fall würde ich sagen, da geht das Mandelmehl eher hin, wobei es leicht süßlich ist. Buchweizenmehl hat einen sehr stark nussigen Geschmack. Meiner Meinung nach stärker nussig als Mandelmehl. Wenn es um die Backeigenschaften geht, so ähnelt Buchweizenmehl dem herkömmlichen Weizenmehl am ehesten, weil es sehr stärkehaltig ist. Es enthält kein Gluten, es ist nicht in der Lage, so große Blasen im Brot oder in Kuchen zu halten wie Weizenmehl. Aber ansonsten sorgt es für einen sehr dichten Teig. Hier gibt es noch ein Video und hier noch ein Video mit einem Vergleich verschiedener Mehlsorten. Was ist mit Wasser? Eine Bekannte hat mir gesagt, um den Säure-Basen-Haushalt des Körpers auszugleichen, sollte man auch sein Trinkwasser, auch das aus der Flasche, alkalisieren. Ist da was dran? Selbst wenn man von der Säure-Basen-Theorie in der menschlichen Ernährung völlig überzeugt ist, und diese Theorie ist nicht unumstritten, halte ich es nicht für sinnvoll, Wasser zu alkalisieren. Wenn man einen Ausgleich schaffen möchte, sollte man darauf achten, möglichst viel basische Lebensmittel zu essen, also viel Gemüse in der Regel. Wenn man Wasser tatsächlich noch alkalisieren oder anders bearbeiten müsste, bevor man es trinkt, müsste grundsätzlich was mit dem Wasser nicht in Ordnung sein oder mit dem eigenen Körper. Wir haben viele tausend, viele hunderttausende Jahre überlebt, ohne Dinge zu alkalisieren und ohne uns Gedanken darüber zu machen, was nun säurebildend und was basenbildend ist. Wasser zu alkalisieren halte ich wirklich für völlig übertrieben. Ist Rohkost grundsätzlich besser als gekocht? Nein. Die Begründung dafür gibt es in diesem Artikel. Rohkost ist nicht grundsätzlich besser als gekocht. Es gibt sogar Risiken in der Rohkost, die in gekochten Gemüse zum Beispiel nicht enthalten sind, nämlich Bakterien oder Krankheitserreger, die auf dem Gemüse sitzen können, die durch Erhitzen abgetötet werden und so das Lebensmittel sicherer machen. Das heißt nicht, dass Rohkost Quatsch ist, das heißt nicht, dass Rohkost ungesund ist. Das Sinnvollste ist auch in diesem Fall wieder ein Ausgleich, eine ausgewogene Ernährung, in der sowohl Rohkost als auch gekochte Lebensmittel ihren Platz haben.
Es gibt Nährstoffe, die erst durch Erhitzen völlig zugänglich sind. Und es gibt durchaus auch Dinge wie Enzyme in Lebensmitteln, die durchs Erhitzen zerstört werden, die man dann verliert. Das heißt nicht, dass, wenn man ein gekochtes Gemüse isst, sämtlicher Nährwert weg ist und dass man nichts mehr von seinem Essen hat. Das heißt nur, dass man eben auf diesen Ausgleich, auf die Ausgewogenheit der Ernährung achten sollte. Das war's für heute. Über Kommentare freue ich mich sehr und weitere Fragen erreichen mich ohnehin laufend. Nicht vergessen, Urgeschmack zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.